Erste Drittelpause zwischen den Krefeld-Pinguinen und den Grizzlies Wolfsburg. 0:1 steht aus Sicht der Pinguine. Bei mir Mackie vom Fanprojekt der Krefeld-Pinguine. Die fahren am 26. November mit dem Samba-Zug nach Augsburg. Die Fahrt ist leider schon komplett ausverkauft, aber es gibt ja noch andere schöne Auswärtsziele nach Krefeld. Zum Beispiel am 8. Dezember, wenn die Pinguine bei unseren Freunden aus der NRW-Landeshauptstadt in Düsseldorf antreten. Und Mackie, da gibt es, was die Tickets angeht, für den Gästeblock eine Neuerung im ISS Dome. Ja, und zwar werden da die Gästefans, also unsere Krefeld-Pinguine-Fans, werden im Block 201 bis 206 untergebracht als Stehplatz. Und da ist dann auch freie Platzwahl. Okay, also da auf jeden Fall nochmal die Änderung, dass da, wo sonst gesessen werden durfte, jetzt gestanden werden darf. Ist jetzt erstmal nicht so schlecht, wenn man da stehen darf. Ja gut, meine Meinung zum ISS ist wieder eine ganz andere. Aber stehen ist in Ordnung und leider Gott, oder was heißt leider, aber es werden viele Krefelder erwartet und haben die gesagt, komm, stellen wir die in 201 bis 206, passt. Also das werden Stehplätze für die Pinguine-Fans, wenn es nach Düsseldorf geht, um dort die Pinguine anzufeuern am 8. Dezember. Und dann gibt es noch ein Spiel und das ist dann das letzte Spiel der DEL-Hauptrunde in dieser Saison am 4. März ebenfalls in Düsseldorf. Mackie hatte alle Infos und noch was für uns. Ja, aber letztes Spiel, wir kommen doch in die Playoffs, oder? Ich sag ja letztes Hauptrundenspiel. Ja? Wachsam bleiben, wachsam bleiben. Also gleich Drittel Nummer 2 der Pinguine gegen die Grizzlies Wolfsburg. 0:1 aktuell der Spielstand.